und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wuhu! Es ist Freitag und deswegen dachte ich, es ist mal Zeit für ein Beauty-Video. Okay, das hat vielleicht gar nichts miteinander zu tun, aber trotzdem. Heute geht's um Make-up. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es um The Power of Make-up. Der Grund, weshalb ich dieses Video mache, ist, dass ich schon öfter mal Mädchen getroffen habe, die gesagt haben, ich finde mich ohne Make-up nicht schön. Und ich denke mir, Alter! Du bist ohne Make-up schön und geh ohne Make-up raus. Ey Leute, ich schwöre, ich bin hier unnormal weise geworden. Ich finde so Make-up, oh, das braucht man nicht. Seid frei, fühlt euch frei, fühlt euch gut ohne Make-up. Versteckt euch nicht, be yourself. Aber es ist halt wirklich so, Leute, ihr braucht... Also man kann natürlich, ich bin eigentlich auch übel der Fan von Make-up. Ich liebe es, mich zu schminken, so ich bin auch künstlerisch sehr begabt. Also falls ihr mal ein Tutorial zu so einem Picasso-Bild haben wollt, hinterlasst mir ein Like und einen Daumen nach oben. Seht ihr das? Manchmal denke ich, wurde gesegnet. Das Ding ist, ich habe nur so einen weißen Fleck und da wachsen nur weiße Haare. Deswegen, ergo, man sieht meine Achselhaare nicht. Ich kann meine Kamera nicht halten, sorry. Aber, also... Also, an alle Mädels da draußen, die sich ohne Make-up scheiß fühlen, nein, nein, nein! Leute, ihr seid auch ohne Make-up beautiful. Alle, die kein Englisch verstehen, das bedeutet schön. Ihr braucht euch nicht hinter... Foundation von MAC verstecken und hinter Contouring von Anastasia aus Beverly Hills und auch kein Eyeshadow von diesem Katzenreis. Catrice. Habt ihr den Witz verstanden? Dann schreibt in die Kommentare. Haha. So Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg zu meiner Arbeitskollegin Paige. Das ist ihr englischer Name, also auf Deutsch Seite. Es geht los. Ich sehe gerade aus, wie ich bin. Ich habe auf jeden Fall auch noch gut Sonnenbrand so. Siri, ja. Ja, Kim. Kim. Was machst du? Ja, alles Paletti. Ja, ich hab dich nicht gefragt, was bei dir abgeht, hä? Hey Siri. Hey Siri. Siri. Ja, Kim. Ich heiße Kim. Ich sag's aber nicht, ich jo. Ja, Kim. Ja, ja, Kim. Das dachte ich mir. Alter, was hört sie denn für schwule Musik, Mann? Oh mein Gott, sie will Lippenstift auf meine Lippen drauf machen. Ich schwöre, ich hasse Lippenstift. Die nach voll Lipstick an. I never put Lipstick on. Kann man so einen professionellen Spiegel haben, Mann? Do you know the Black Swan? I do. That's offensive, huh? Okay, wir werden auf jeden Fall. I'm feeling so glamorous. Yeah. Whoa. Das Contouring Game wird jetzt on fleek. You should tell them I'm not a makeup artist before they think I am. Oh. Paige is a makeup artist. No, I'm not a makeup artist. Also es ist krass. Oh mein Gott, ich fühle mich so anders. What? Also ich fühle mich wirklich wie gemalt. Also es passt nicht so richtig zu diesem Hautton. Ich habe da halt auch übel den Sonnenbrand. Komm hin. Aber, also, ich finde, am meisten machen halt so die Augen aus, ne? Und dieses Contouring-Ding. Und, ja, Power of Make-up ist crazy. Ist crazy. Also, ich fühle mich auf jeden Fall, man fühlt sich so ein bisschen fleeky, man fühlt sich ein bisschen... Und die Moral von der Geschichte. Ich habe alle diese Tabletts geklaut und ihr nicht. Das Ding ist, ich esse jeden Tag mein Lunch. So nennen wir das hier in unserem internationalen Team. Nein, wir sagen nicht Mittagessen, wir sagen Lunch. Wir sind cool. Dann muss ich halt immer in die Snackbar gehen und muss mir meinen Teller da drauf tun, gehe in mein Zimmer und esse und dann tue ich das einfach immer neben mein Bett. Und das ist jetzt schön. Und die sagen halt immer, bring mir auf jeden Fall das Tablett zurück. Und ich so, natürlich. Und ja, nein. Und jetzt habe ich halt so übertrieben viele Tablets, ja. Hier ist zum Beispiel meine Spotify-App, damit höre ich immer Musik. Okay, aber was ich eigentlich mit dem Video sagen wollte, seid so wie ihr seid,
versteckt euch nicht hinter Make-up und enjoy yourself. Feel yourself. Ich muss diese ganzen Tabletts wieder. Oh. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.